Hand in Hand. Als Denkmal aus Schmalz, an den ich dies für Kameras postiere, in den dies ist kalt. Mit Trauer, die du geboren als Grünprotokoll. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen heute Abend in der Groove Bar, wieder Live-Musik, wie schon seit ein paar Wochen sind wir hier quasi am Streamen sozusagen gegen den Abstieg, mehr oder weniger, und wir haben uns quasi eine Aufsteigerband hier heute ins Haus geholt. Herzlich willkommen, Mam! Vielen Dank! Neben mir die Stimme, wo ich immer wieder denke, wenn ich mit ihm telefoniere, scheiße, Wolfgang Niedeken ist tatsächlich am Telefon, aber es ist der Klaus. Klaus, erzähl uns mal ein bisschen, wie ist es euch sozusagen seit dem kulturellen Steckerzug so ergangen? Ja, kalt ausgebremst. Ich glaube, das erste Konzert, was abgesagt worden ist, wäre hier in der Groove Bar gewesen. Im März 23 oder was hätten wir spielen sollen, um 16 wurde die Stecker gezogen. Ja, Gott, wir haben... Keinen großen Anlass zu weinen. Es gibt viele, viele, die, denen es viel, viel schlechter geht. Wir haben alle einen Beruf, wir haben einen Job, wir haben alle nette Familien, die uns betreut haben im Homeoffice, im musikalischen Homeoffice.
wir haben es natürlich total vermisst, so coole Clubs in coolen Clubs zu spielen wie bei dir und vor so tollem Publikum zu spielen. Wir haben uns über Wasser gehalten, wir haben ein bisschen Homeoffice-Musik gemacht, wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, wo wir nie dazu gekommen sind. Das hat erstaunlich gut geklappt und ja, wir haben uns so musikalisch über Wasser gehalten, sag ich mal, und sind froh, dass es jetzt langsam offensichtlich wieder aufwärts geht und wir live vor Leuten spielen. Darum geht es uns nämlich nur. Es geht uns nur darum. So, meine Lieben zu Hause, ihr wundert euch vielleicht, es sind tatsächlich Menschen hier, die hier applaudieren. Das sind Zuschauer hier. Wir haben ja heute die Ehre, mit sehr viel Tetris und sehr viel Bastelarbeit und sehr viele Abtrennungen hier in der Groove Bar, dürfen wir heute begrüßen 50 nette Zuschauer. Da haben wir schon vor viel, viel weniger gespielt. Kann ich dir sagen. Das muss aber schon eine Weile her sein. Ja, damit auch dieser Club weiterhin erhalten bleibt, ist es halt tatsächlich so, dass ihr da zu Hause vor dem Fernseher, wenn euch das Konzert heute gefällt, wäre es ganz gut, was in den virtuellen Hut zu schmeißen, weil jede Woche aufs Neue probieren wir halt irgendwie was auf die Beine zu stellen, irgendwas zu machen und natürlich auch Gelder zu generieren, die uns im Augenblick fehlen. Natürlich können wir mit einem Konzert mit 50 Leuten, wenn nicht gerade 50 Champagner-Trinker à la Ischgl dabei sind, nicht gerade das Ganze hier bestreiten, und auch mein Stream-Team würde sich freuen und die Band und Bandcrew, damit das irgendwie weitergeht. Deswegen wird der Mike hoffentlich was eingeblendet haben oder was einblenden, wo man hinspenden kann. Also beim letzten Mal war es ein bisschen mau mit der Spenderei, vielleicht diesmal hoffe ich mal, dass das so richtig zündet, weil die Band natürlich auch richtig zündet. Ich habe gehört, ihr habt auch Autokino gespielt. Wie war das? Ja, interessant. Also grundsätzlich haben wir immer Spaß, Musik zu machen, auch wenn wir im Proberaum sind, haben wir auch kein Publikum, haben wir auch Spaß. Aber so vor so einem Parkplatz zu spielen, sage ich mal, und nicht so richtig halt, das, was hier jetzt schon auch nur bei 50 Leuten sofort passiert, ne? Ich sehe jemanden, ich kann jemanden zuwinken, ich sehe, da singt einer mit. Also diese Kommunikation, die ja nicht nur von Band zu Publikum geht, sondern natürlich auch zurück, das war da halt nicht so. Außer mal ab und zu mal aufblinken und mal wischen und mal abspritzen. Ja, war so, also es war, ich glaube, fürs Publikum war es ganz gut. Meine Frau hat erzählt, es war ganz gut. Ja, die haben sich gemütlich gemacht im Auto, was zu essen, was zu trinken dabei gehabt. Mucke voll aufgedreht. Für die war es okay. Für uns war es eine super interessante Erfahrung. Wir hatten uns auch nach 8 Wochen nicht mehr gesehen. Und auch ungeprobt, nach 8 Wochen zum ersten Mal wieder gespielt. Ich glaube, das war okay, aber es war interessant und ich hoffe, dass das nicht die Regel wird. Ja, es gibt ja ein paar Bands, die haben das sozusagen bis zum Erbrechen perfektioniert sozusagen. Ne? Und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Natürlich gibt es Autokino-Konzerte, große Festivals werden wahrscheinlich erstmal eine Weile ausfallen. Wir kümmern uns weiterhin darum, dass wir tolle Bands hier an den Start bekommen. Wir sind schon in Verhandlungen mit der einen oder anderen und hoffen, da demnächst Vollzug melden zu können, weil, ja, was soll man quasi, auch die Künstler, die freuen sich mal wieder vor einem echten Publikum zu stehen, und deswegen freuen wir uns alle heute Abend gemeinsam auf das Konzert von MAM. Jawohl! Übrigens am 10. Juni heute ein traditionsreicher Tag für alle Waffens. 10. Juni 81. Hey. Shut up.
welches Leben bei dem Wort von den Schuss. Und wenn ihr still sind, darum bei den Moralen, dann ist für mich krank. Bei den normalen, darum wenn ihr alle habt, dann ist nicht verschwunden. Ihr braucht den Pogon. Und da vor mir schreibt der Mensch, hängt der Pressam, er klappt den Zelt für sich voll fett. Mir brief der Stirnwort, um absolut nichts an die Entdeckt. Wo ich zum sichsten Mal den Nass vor mir fordert, trotzdem für alles eine Erklärung parat hat. Nur drei, vier, vier schon im Punkt, wo man nichts mehr mit.
Dann ist verdammt nochmal die Krümeltruppe hingeblickt. Die trägt die Straße, die bringt dich runter wie sonst noch jetzt. Die fuckt dich ab bis vor den Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. Dann hängst du nur noch rum und zweifelst an dir. Und wirfst du alles, was du finden kannst für. Ich so ja nein, ich hab die Typen, die du sonst nur bedrohst. Durch den Profi aus dem Bausportverein. Runde mit Freunden, mit Frauen, Pudel, auch heim. Mit Dingen einmal küssen, die uns egal ist. Sind wir denn auch mal da? Mit dem Rennen, Schwarz und Opel, GT. Na, Stiepels mit dir, alles klar vom FC. Der Obschatz, Panzer, Party, Mathe, Akkurate. Freizeit auf dir bekannt. Der Nacht für Nacht bis zum Morgen. Beim Bund vor, bei den Männern, Kameradschaft, ihr fällt. Er freut sich jetzt los in Zukunft als Rentner. Ob der Balkon mit leeren Stullen dort pennt. Der Dirty Love Love fehlt hier selbst an lange in die Hand. Die nur erklärbar sind durch Hirnamputationen. Die haben nur noch im Geist mit frischem Schwachsinn gesteckt. Und der Bedarfe 84 von dort ist mittlerweile doch von einiges vor. Ich läuf so einschalt noch unauffällig um. Viel raffinierter im Markt. Der Trick, der funktioniert natürlich schon reibungslos. Etappenweise Erfindung, klappt vom Hof. Weil völlig in die Macht, steht uns zum Verblöden gebracht. Noch so ein voller Wörth, der ganze Kopf platzt. Schick ihn im Einzel, doch ein Aufpassbar, wo das hin? Aber Spaß, sagt der Masse, hör auch mal gerecht. We'll be right back.
Oh Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Guck mal hier, Gänsehaut. So lange haben wir darauf gewartet. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist geil. Also, wir haben ja schon in unseren übrigens 15 Jahren dieses Jahr, einer 15-jährigen Welttournee, schon viel gespielt. Ja, wir haben schon vor 0 Leuten gespielt und vor ein paar Tausend oder 15.000 gespielt. Wir haben auf Schiffen gespielt, wir haben vor am Autoparkplatz gespielt. Und jetzt sind wir im Livestream. Gut, das ist schön, dass ihr da seid. Ja? Schön, dass ihr da seid. Also ihr hier drinnen jetzt da. Weil die da draußen, die jetzt irgendwie da überall auf der Welt, keine Ahnung wie viele Millionen das jetzt sein werden, das macht mich echt nervös. Ja, das macht mich echt nervös. Also das ist echt eine ganz neue Erfahrung. Ich hoffe, wir werden den großen Erwartungen gerecht. Also wir grüßen die Zuschauer in Österreich und der Schweiz und der DDR. Schottland ist einer dabei, habe ich gehört, ja. Und ja, ich hoffe, ihr habt da draußen auch jetzt nicht gehört, dass ihr so auf dem Handy guckt, sondern habt eine schöne Anlage auf oder habt einen fetten Kopfhörer auf. Dann klingt das nämlich richtig gut, ja. Dann klingt das richtig gut. Und ich wünsche euch hier in der Groove Bar und euch zu Hause an den geilen Stereoanlagen oder auf den geilen Kopfhörern viel, viel Spaß und einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Alexandra, nicht nur du!
Zeremonie, Beschwörung und Rituale. Die Kornblase tagt beim Samplon spazieren im Rhein. Dann die Röhre der Versuchung, auf der Stelle die Tristesse. Sie bauen auf, die Soße braucht man wirklich nicht. Denn eins ist nicht im Leben. Da wird auf und gestanden, hol und hoch. Wo wir gerade bei den Frauenthemen sind und per A alphabetisch, machen wir nach Alexandra weiter. Die andere Frauenname mit den vier Buchstaben. Anna! Anna, Anna, you know! Power für Sonntag.
an der Ruinenorgel, Oliver Eber. Ich habe Nachbarn von dir und Inger, Schizophrenie, die mir wieder hin und her hekert. Frage mir nie, von Inger aus, Tosche, Sichter, ist so eng, sie zu füllen. Genau. Danke. Vielen Dank. Wenn wir so überlegen, was wir so an Stücken spielen, steht ja meistens, das wisst ihr, so zwei Drittel fest. Ne? Die Nummern, die wir bisher gespielt haben und was wir heute noch spielen werden, der führt kein Weg dran vorbei. Das wollt ihr hören, das wollen wir spielen. Klare Sache. Aber so ein Drittel, da gucken wir immer mal, dass wir was ändern können. Dann gehen wir mal in den Keller und holen die alten Schallplatten raus und hören sie eine oder andere Nummer nochmal an. Und dann kann man die mal so ein bisschen abstauben und ein bisschen gucken. Und auf einmal denken wir, guck mal hier, was für ein geiles Stück das damals gewesen ist. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Wie dieses hier. Wie dieses hier. Mal gucken, ob euch das gefällt. Er ist akzeptiert. Wir haben uns verdunnen, wir zwei. Wir haben uns verirrt. Weil dann fing wir im Bilderbuch in dann doch Richtung Grosche Roman. Ich hab den Brief nie kapiert, um in Lieder kommen ich bei dir an. Auf Romeo zwischen Traum, Tanz und Realität. Ratlose Julia, den sich Jörg nur noch missversteht. Selten wozu ihr hört, noch und noch, komm noch jetzt ihr Satz. Hab ich nur noch resigniert, verdrängt. Schon hin und es zerknittert Polaroid, nicht hier und ich spür mir.
hin. Und ein zerknitterter Polaroid, mit dem ich für mir und Papier das Grauen durchradiert ist. Es kommt mit Kummer morgens, alles im Lot. Alles wird gut. Alles wird gut. Irgendwann ist der Corona-Scheiß vorbei. Neues aus den 90ern. Deutschland, wir lernen ihn nicht.
Das fühlt sich sehr gut an, das fühlt sich immer besser an. Ich hatte gerade schon fast vergessen, dass da draußen Millionen an den Fernsehbildschirmen sitzen und zuschauen. Ich wollte natürlich noch mal daran erinnern, ne? Hier oder hier, wo ist das jetzt? Hier, hier oder hier? Ne? PayPal, PayPal Me, PayPal Groove Bar. Das wäre eine gute Sache, PayPal Groove Bar 1. Für guten Zweck, ganz, ganz guten Zweck. Der George ist der netteste und geilste Musikliebhaber, den ich kenne. Der macht das hier mit so viel Herzblut, hält sich klar finanziell irgendwie über Wasser, aber der könnte auch einen anderen Job machen, wo er Geld verdient, aber er macht einen mega geilen Musikclub. Und wer hier guckt, wer hier alles spielt, das muss am Leben bleiben. Das muss ganz dringend am Leben bleiben. Also, haut die Scheine raus. Mit hingen Kumpels und der Mammutflash
Lambrusco. Ob der Plastik fühlt, mit in ein paar Klamotte steht in Kuscho. Ja, der Jupp trägt ganz in Ziel. Und er nimmt dich mit, jedenfalls mit und er verzählt sich froh. Und wo ihr am Schiff weltreist, wie er denn da verzählt, was denn wo passiert ist. Und mir war der Äquator balanciert ist. Und er war auch die tausend Frauen, die ihr kennt. Und die Messerstecherei, sie quält der dumme Film an seiner rechten Hand. Wo mit zwei Jedis Skat gekloppt. Da wird manche näher blass. Von dem, was unser Job auch jeißig alles roppet. Und dann die Wahnsinnssegel Robinson. Ganz auf sich selbst gestellt. Oh Mann, wer kann das schon? Joppe zählt vom Jungrausch und wie er twist gedanzt mit einer Cobra. Von einem Kajet zum Zebra. Eine blonde Fee aus Peking namens Lola. Nur von Stalingrad vertellt er mir, wo liegt denn Stalingrad? In welchem Land ist das? Stalingrad, war kein ich, irgendwie. Gitarre, Christian Ebert. Ich bin letztes
macht. Der unsere große Weg, die soll sich dann großer Meister. Was heim ich bei mir frisch, ich sage herrlich, Fräulein, kann ich wohl eine Spur bewegen, sie kann. Und ihr seid logisch.
Vielen, vielen Dank. Was mir als Propagierenden damals in den 80ern, frühen 80ern immer besonders imponiert hat, waren die politischen Themen, die Statements, die für die BAP stand und die Texte von Wolfgang Niedecken. Das Lied hier ist 82 geschrieben worden und es erfährt von Jahr zu Jahr über die vielen, jetzt fast 40 Jahre immer wieder eine erschreckende Aktualität. Gerade jetzt in Amerika, wo Rassismus gegenüber Schwarzen und Gewalt gegenüber Schwarzen gerade wieder so viel Aufmerksamkeit erfährt. Das einzige Gute, was Corona hatte, zumindest hier in Deutschland, war, dass diese komischen Arschlöcher für Deutschland irgendwie keiner mehr richtig wahrgenommen hat und deren Umfragewerte runtergegangen sind. Weiter so, weiter so. Vielen Dank. Das ist Kristallnacht. Für da dich mein, dass jetzt klirrt, dass sich irgendjemand in mich verirrt. Ihr rollt schnell und laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Ohren und sieht, einem Bild zwischen Bräugel und Bosch, kein Mensch, der in Sirene zieht, weil Entwarnung nur halb so vergoss, und ruhig noch Kristallnacht. Vom Sturm war die Stadt, ganz klamm heimlich verlässt er die Stadt. Und Rationen, inkognito, hassen vorbei. Offiziell sind die nicht mehr dabei. Denn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, noch Vergeltung pulsiert und verneint in der Kristallnacht. Die Menschen rumschwimmen, wie sich gehört. Für die Schwule, Verbrecher sind Ausländer, außer sie brauchen wir, der sie verfügt. Und dann rettet kein Kavallerie. Keine Zorro kümmert sich darum. Der Piss höchstens den Zähne in der Schnee. Und verdrallen, wenn es sich gelöhnt. Na und Christiana. Ich schau dir noch Prophet, Hosiana und häufig in Röhr.
Oliver the Major. An der Gitarre, Oliver Küster. Hey! Das ist ein ganz neues von BAM. Gucken, ob ihr das kennt. Verdammt lang her, da lief's fast alles ins No. Verdammt lang her, da lief's in die Antigrave. Und dann der Schock, wie dann das auf mich so kommt. Merkwürdig froh, so manche Hass lang läuft. Nicht resigniert, noch reichlich. Bis jetzt haben wir auch kapiert, wer alles wendet, klapp hinter dir her. Links oder der Klopp, wenn ich nicht hallo fährt. Sie schon rot, zerwende Dinge freundend. Und ich dachte, Druck, ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, dann ich fürs zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme mich kurz. We'll be right back.
dir am Grab. Verdammt lang her, dass wir gesprochen haben. Und das vom einen, doch jetzt beim anderen ankommen. So lang, dass ich mich kaum entsinnen kann. Wir können lernen,
euch komische Knaufe. Ich war nicht besonders drauf, wenn dachte ich, war zu rein Ope. Vom Blendeweg so, hab ich ihn erwacht, bis dann die Schulter aufgekommen. Die Kassette von zum Acht, zum Zentrum oder in die Deutsch. War dann der Auto, war romantisch schlecht, doch bin ich schon die Finger. Und der Mord von meiner Eid, besser wirklich die Kabinett. Und ich freu mich und beschreib mich auf dich. Aber so verkissen ob ich stück, die Klopapier alle mir hackete. Ich will das Kind versteckt, wer ausgeträumt wird, wie das Bild für die Amtisch. Komm, Schwanzerei, vor der neuen Nacht, ich hätte dich blöd, ich hab den alle Trotten oder mir. Und nach dem Tag, ich hab mich mit dem Damen, Männer, 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 Männer. So, ich freu mich und beschreib mich um dich. Jawohl, jawohl, ich freu mich wirklich auf dich. Schön. Ihr macht es aber auch hier warm wie 300 Mann hier, ne? Also haben wir uns hier, ja, sehr geil. Bin auch ein bisschen aus dem Training, muss man sagen, ne? Müssen ein bisschen langsam rankasten wieder. Ja, ich habe alle gesehen, nur einen habe ich vermisst bisher. Der Müsli Man, ist der da hier irgendwo? Wo ist der Müsli Man? Hey! Leiser, brav! Hey. Selber schuld! Come on, let's start to dance, y'all. Woo!
ich schon friedlich in der Viertelburg. Plötzlich war er da, mit so einem Feuerschwert und einem Schein. Langer blonder Haar, blöcke Fluss mit der Sandale dran. Ich wäre auch nicht so, ich wollte mich sah nicht auf den Kölbus. Ich sah nicht höre das Meister, der bist so. Typisch, dass du mich nicht kennst. Ich bin der Müsli-Man. Genau. Schön, dass du da bist. Ein paar Tage später schon ich in der Kneipe. Da spür ich es doch. Ich hab mich gerade nicht zu dir bestellt. Da bin ich in Inkognito. Die Sonne vor mir kann er rot gefärbt. Nicht schau vom Mann verdacht. Ich sage, wer wird so für ihr Papier? Du mit dem Apfelsaft. Der Lach von nimmt mich ja nicht ernst. Sag ich, Mann, da steht der Müsli-Man. Am nächsten Tag wurde ich besonders fies. Auf der Autobahn. Kurz für Wesselin und kompliziert dann von elektrischen und dann zu der Demo-Idee. Klar, wer das war, vor die Schien. Da, da, da war der Müsli-Man. Die blöde Sau hat wieder. Ich so Sachen
hat das Ding, der wird nicht mehr verstellt. Der Verlust, der nicht mehr an, will zum trockenen Weg erjagt. Die Mann und Baggett nehm ich und baue auf die Bühne, frei der Krieg ist weg. Mit dir will ich voller Geld und Zollerei. Wie ich was? War das einer von der Technik, von der ich nichts verstand? Wie ich was? War das einer von der Technik, von der ich Vielen Dank. Dankeschön. Könnt ihr noch? Können wir noch? Ja. Alles klar. Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt. Gleich. Ja, ich finde, die Liebeslieder sind ein bisschen kurz gekommen bisher. Da wollen wir noch das wunderbarste und das schönste und das wichtigste Liebeslied nicht versäumen zu spielen. Widme ich meiner Frau, die jetzt wahrscheinlich da irgendwo, Facebook, YouTube irgendwo, sitzt an ihrem Festtag alleine, traurig sitzt und mich wieder mal nur auf der Bühne sieht. Vielen Dank, dass ich das machen darf. Wie Schwarz, Papier, Bleistift, Gedanken bei dir, sitz ich am Fenster und hör, was sich abspielt vor der Tür. Bis ich aufwach, in die Zeit, in der dich für mich nicht jauf, um mir mein Leben, vom Dach ist, auf einmal wirklich den Strauch. Du kannst zaubern, wie den Mann die Karte lässt, hör ihn zu, muss es hin. Jeder andere hätte gesagt, es ist so spät, der Typ ist fertig, denn der Typ, der kannst du wirklich nicht mehr hin. Und Räume zur Wand, Spaß uns, und jeden Abend, mein bester Verstand hassen, total von der Rolle, war ich das schlimmste Wort aus mir, wenn du mich endlich registriert, entsetzlich klar wurde, da das jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Ich war euch nervös, als ich dir alles gesagt hätte, ich
Und trotzdem alles war dumm. Nicht mehr Godzilla. Und ich für mich interessiert es. Für alle Stoß, der aus mir kommt. Für all der Laber, den ich gebracht hab. Weil die Chance jetzt plötzlich kommt. Du kannst zaubern, wie die Magikarte lässt. Hör ihm zu jetzt, muss ich singen. Jeder andere hält die Sache, das ist so spät. Der Typ ist fertig, denn der Typ, der kriegt er wirklich in die Hände. Wie es Blatt Papier richtig, wir danken bei dir, sind ich. Auf ihren Sohn hier, in mich, ich komm jetzt notiert, wenn ich immer noch nicht raff. Dass wir uns tatsächlich haben und mir deshalb halt wie's mache, dass du wirklich zaubern kannst, jawohl! Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Oh, ist das schön. Dennoch setzen wir langsam zum Singflug an, auf unserer Babzeitreise. Und wollen ja vielfaches Dankeschön sagen an euch, vor allem an den George, habe ich eben schon gesagt. An euch da draußen, irgendwo auf YouTube oder Facebook oder auf welchen Kanälen ihr unterwegs seid. Vergesst die Groovebar nicht. Vergesst heute Abend die Groovebar und den George nicht. Vergesst ihn aber auch bald, wenn es irgendwann wieder losgeht, hier hinzukommen. Das ist der geilste Club der Welt. Stimmt's? Stimmt's? Heute Abend und alle nächsten Abende. Dies nach ist alles drin. Dankeschön. Wahre Wäsche, muss ich raus beim Jet. GT aushilfsweise. Aber mal Kekse, weil's nicht. Sowieso auf Dauer. Bis man fliegt. Wär man nur die ganzen da. Mit einer Jummi-Limo, der am Bütchen steht. Jede Fede stimmt im Bus. Steh ich, wenn ich steh ich los. So viele Stunden ist ja ein schön lang. Und in den Bäumen. Mann, oh Mann. Mann.
für mich, Anja. Das war vorbei. Ich hatte ja kommen sehen, liegt der Niete mit den Ehestern von mir. Klar für Mutter, klar. Ja, war da dran schuld. Sonne könnte besseres ansetzen. Noch real war zu uns. Ich könnte alle lieben, wenn es kocht. Singe blauen Engel und setz ihr vor. Und dann mach meine Druck. Olli! Bis nach, hört uns keiner ob. Bis nach, bei Hilde, bis nach. Ich weiß genau, jetzt macht er mit so einem Scheiß. Jetzt komm er bloß nicht durch. Wieder Hammer, endlich von der
Gesang und Gitarre, Klaus Trotbohm. Vielen Dank. Wenn du ganz kaputt bist, weil ob immer leider voll ist, von dem du meinst, dass du an ihm hängst. Wenn der Deck dir auf den Kopf fällt und ich nichts mehr daheim hält, weil da keiner ist, der mit dir verzählt. Jank den Trinke, Jung, schwar den an, da sitzen doch in Ohren die Ohren da mit ihr Hand. Helfen kann da keiner, verzerren dann noch selber und wartet ab, es wird alles wieder gut, wieder gut. Und dann wärst es in der Wirtschaft und du löst die ganze Stadt auf, weil der Mensch wird noch einer sind, den du kennst. Da kannst du machen, was du willst, Jung, da bist du allein. Kannst du nichts von machen, Jung, das Beste, was du je gesehen. Stimmt noch im Ohr und ich frage mich nur, ob das alles nichts war in den letzten paar Jahren. Gib da, wo du bist, halt dich für jeden Fall.
ob ja nichts mehr warten oder so. Kann den alles verbringen, wird uns nichts mehr bringen, wird uns immer brauch auf, um mir alles zu füllen, wird er dem jeder mir danken, er wird von mir steigen am Bett. Lief doch rot, er ist, halt mich nirgendwo. Wunderschön. Bitte nochmal. Vielen Dank fürs Mitsingen, fürs Mitfeiern. It's a mix! Thank you.
vielen Dank. Eins, zwei, drei.